Das letzte Spiel der Bundesliga-Saison 2017 stand für die Damen des TC 1899 Blau-Weiß Berlin unter einem bestimmten Motto. Nach dem bereits feststehenden Abstieg wollte die Mannschaft von Trainer Michael Brandt einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern. Gegen den Vorletzten aus Radolfzell keine unlösbare Aufgabe. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns hier anständig verabschieden. Wir wollen nochmal den ein oder anderen Punkt hier auch nach Hause bringen. Dass die Saison von den Ergebnissen her nicht so erfolgreich verlief, war für den Coach zwar ärgerlich, aber dann doch eher zweitrangig. Sicherlich wäre der Klassenerhalt drin gewesen, doch Brandt interessierte vor allem die Entwicklung seiner vorrangig jungen Spielerinnen. So wie wir es betrieben haben, im Endeffekt auch mit deutschen Spielern halt in erster Linie zu spielen, denke ich, war das eine gute Geschichte für die. Sicherlich der sportliche Erfolg soll natürlich auch dabei sein, das ist vollkommen richtig. Aber so wie wir auch dieses Jahr im Grunde genommen aufgelaufen sind oder auch gespielt haben, ja, denke ich mal, war es von vornherein klar, dass in erster Linie also der Lernerfolg halt in der Geschichte da sein soll. Ein Beispiel dafür ist Vivian Heisen. Sie musste während der Saison einige enge Matches abgeben, so auch gegen Radolfzell. Den ersten Satz dominierte die Berlinerin noch und zwang ihre Gegnerin immer wieder zu Fehlern. Auch im zweiten führte sie bereits mit 4:2, verlor dann aber nicht nur den Faden, sondern auch den Satz. Somit fiel die Entscheidung im Match-Tiebreak. Am Ende hieß es 6:1, 5:7 und 4:10 aus Sicht von Vivian, die mit Selbstkritik anschließend nicht sparte. Ziemlich bitter, wenn man so ein Spiel halt verliert und alle Chancen eigentlich hat, um das Spiel für sich zu entscheiden. Sie hat halt im ersten Satz eine sehr hohe Fehlerquote gehabt im Aufschlag und auch was die leichten Fehler anging. Im zweiten wurde es dann ein bisschen enger, sie hat sich gesteigert und ich habe auch besser gespielt, aber an sich habe ich mich im Endeffekt in den engen Situationen einfach aus der Ruhe bringen lassen. Ähnlich erging es Stefanie Wagner. Auch sie führte mit 1:0 nach Sätzen, musste dann aber den zweiten Durchgang ihrer Gegnerin aus Radolfzell überlassen. So kam es auch hier zum Match-Tiebreak, doch wie schon Vivian hatte auch Stefanie im Entscheidungssatz das Nachsehen. Dasselbe Schicksal teilten die beiden Berlinerinnen dann gemeinsam im Doppel. Nach den Einzeln stand es 2:4 aus Sicht der Gastgeberinnen. Die Doppel mussten also entscheiden und die drei Partien waren an Spannung kaum zu überbieten. Dreimal hieß es Match-Tiebreak. Vivian und Stefanie verlangten ihren Gegnerinnen alles ab, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. Trotz der Enttäuschung zogen beide dennoch ein größtenteils positives Saisonfazit. Es ist schon sehr ärgerlich heute. Das war auf jeden Fall drin gegen die und ja, zweimal Match-Tiebreak zu verlieren ist einfach bitter. So zufrieden bin ich damit nicht, aber Step by Step ist es besser geworden von Spiel zu Spiel und da war eine Steigerung zu sehen und darüber bin ich natürlich zufrieden. Wir waren, glaube ich, im Schnitt die jüngste Truppe, die in der ersten Bundesliga gespielt hat und ich glaube auch die einzigen, die doch auch so viele deutsche Spieler gesetzt haben und im Großen und Ganzen war das eine gute Erfahrung. Und wie viel Ehrgeiz in diesem jungen Team steckt, zeigten die beiden bei der Frage, ob der Wiederaufstieg das klare Ziel für die nächste Saison ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, auf jeden Fall. In dem Sinne war es, trotz der knappen, unglücklichen 4:5 Niederlage gegen Radolfzell, ein versöhnlicher Saisonabschluss für die Mädels vom TC 1899 Blau-Weiß Berlin. Dankeschön.